So, Leute. Da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend. Kommt gar kein Sound hier. Was ist hier los? Gehen wir einfach rein ins Spiel. Hi Skippy, hi G-Man, hi Trümmer, Leute. Schön, dass ihr da seid, Leute. So, was stellen wir heute an? Was ist heute der Plan? Ich habe ein bisschen die Einstellungen geändert, Freunde. Und zwar müssten die jetzt rein theoretisch meine ganzen Dinos schneller Babys bekommen. Wir können ja mal hier... So ein Baby meinte ich jetzt zwar nicht. Wartet mal. Bereits Paarung in 7 Minuten. In 16 Minuten. Und hier, du bist schon. Roland, du bist immer bereit, ne? Alles klar, Leute. Dann haben wir das ja schon mal erfolgreich eingestellt. Wo ist denn unser Mini-Dino? Hier. Wie geht's dir? Ist bei dir alles in Ordnung? Fleisch hast du? Nahrung nimmst du auf? Wie lange brauchst du? Da draußen wird schon wieder rumgeballert. Braucht Zuwendung. Das habe ich noch irgendwie noch nicht ändern können mit der Zuwendung. Aber es kann sein, dass wenn der Dino einmal geboren ist, dass das dann nicht funktioniert. Also dass erst beim nächsten geborenen Dino funktionieren wird. Gut, Leute. Wir stellen jetzt mal ein bisschen was zusammen. Ich habe nämlich einen Plan für heute. Ich möchte gerne Wölfe farmen. Wölfe farmen klingt so komisch. Wölfe zähmen. Captain America, grüß dich und hi Holger. Gleich auf den Kopf gekackt zur Begrüßung. Ja, hier wurde schon wieder irgendwas erschossen. Was machen unsere Pflänzchen? Die wachsen diesmal gar nicht, Leute. Ich weiß nicht, wo... Oh, was hat denn der hier erschossen? Was ist denn das? Ach, ein Peter. Ein Peter Level 55. Aha. Ich habe das Gefühl, seitdem die Pflanzen einmal irgendwie weg waren, wachsen die jetzt halt nicht nach, ne? Also die werden irgendwie nicht größer. Wir können ja nochmal gucken. Frank, grüße dich und hi Carsten. So, mal reinschauen. Also Dünger ist drinne, der Samen ist auch drinne. Die sind ja halt schon da. Steht das vielleicht da? Wann? Treibhauseffekt. Wasser haben sie. Ist eigentlich alles in Ordnung. Vielleicht brauchen wir einmal nur ein bisschen Geduld, Freunde. Wäre schon gut, wenn wir hier hinten wieder eine Verteidigung hätten. Naja. Dann heißt es abwarten und ja, Tee trinken. Gut, Leute. Was brauchen wir für so eine Wölfe? Ich würde sagen, wir brauchen ein kleines Viereck. 3x3. Dann machen wir uns irgendwie oben eine Plattform ran. Und dann tragen wir die Wölfe immer einzeln mit dem Bongo oder Bingo dort rein und betäuben die dann. Das ist jetzt so ein bisschen mein Plan. Ich bin gespannt, ob das klappt, ob das funktioniert. So, gucken wir mal hier rein. Waren hier noch irgendwelche Bauteile? Hier sind das, das, das. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich brauche. Dann gucken wir mal in den anderen Schrank. Mal kurz zwischenspeichern. Lupus, grüß dich. Hi. Die Blumen dauern länger. Okay. Mir kam es so vor, als ob das eine Mal in dem Livestream, als ob die dann wirklich am Ende des Livestreams fertig waren. Und da hatten wir die ja auch frisch gepflanzt. Aber vielleicht täuscht das auch. Okay, in dem Schrank könnten auch noch Bauteile sein, aber auch wieder nicht das, was ich brauche, Freunde. Sage mal, dann müssen wir hoch in den Schrank. Also oben ist definitiv was. Dann checken wir mal, ob wir Fleisch haben. Genau. So, 34. Ich würde vielleicht heute auch wirklich noch den zweiten Ovis holen, dass wir die vermehren können. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 6, 12. Also 12 Rechen hier. Warte mal. Stapelteilen. Menge. Oh, warum geht denn das hier immer nicht? Das verstehe ich immer nicht. 1, 2, okay. So. Bedeutet, die Wände haben wir schon mal. Dann brauchen wir 9 Fundamente. Haben wir hier. Hier mal 1 abteilen. So. Genau. Und dann brauchen wir noch eine Plattform zum Bewegen für oben drauf und Rampen. Rampen reichen uns eigentlich 2 Stück. Ja, doch, 2 sollten reichen. Das haben wir. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Plattform oben zum Laufen. Die kann ja auch aus Holz sein. Das ist ja auch völlig egal. Aber ich habe sowas gar nicht, oder? Dreiecksdecke. Ganz normale Holzceiling haben wir hier nicht, oder was? Ich sehe es halt nicht.
Hm. Dann gucken wir noch mal unten. Irgendwo wird ja sowas sein, ne? Die silberne Wumme, du warst beim letzten Stream gar nicht dabei. Holzdecke, das hier ist das Richtige, ne? Da brauchen wir eigentlich auch nur 12 reichen. 12 ist eigentlich viel zu viel, wir gucken mal. Die habe ich hier gesetzt. Ich habe sogar noch eine da. Die kann ich ja mal wegräumen. Und ich habe noch einen Rex-Sattel. Achso, und bevor wir jetzt losmachen, müssen wir auch warten, weil die legen ja gleich ein Ei. So, dann hauen wir... Achso, jetzt ist hier kein Platz mehr dafür. Kann ich denn hier mal irgendwas vernichten? Ist so viel Kram manchmal drin. Hier, diese komischen Strohbetten. Die müssen ja jetzt hier wirklich nicht drin sein. Sowas kann man auch immer mal mit haben, hä? Genau. Genau, die ballern irgendwie automatisch, außer das Ding. Da kann man sich richtig reinsetzen und hier Raketen verballern. Ist allerdings gefährlich in der Nähe von der Base. Also wenn du was auf Entfernung kaputt machen willst, geht das. Aber in der Nähe von der Base machst du dir deine eigenen Strukturen kaputt. Deswegen müssen wir da vorsichtig sein. Und die Dinger hier, die schießen irgendwie automatisch. Ist total geil. Alles klar, Freunde. Gucken wir nochmal rein, wie weit es mit der Paarung ist. Ob dann gleich das nächste schlüpft. So. Bereit zur Paarung in 10 Minuten. Hier, in 56 Sekunden. Die Renate. Rixe und Roland. Schnuffel wollten wir das, pass auf, wir nennen das nächste einfach Schnuffel. Die Rixe bleibt jetzt die Rixe. Das ist eigentlich die Tochter, ne? Und die muss dann gleich schon wieder ran. Das ist ja auch furchtbar. So. Halbe Minute noch. Bin gespannt, wie lange jetzt die Paarung dauert. Wenn die jetzt schnell geht, müssen wir hier bleiben. Wenn es nicht so schnell geht, können wir ja... So, warte mal. Wir müssen dann unbedingt nochmal Fleisch organisieren. Um das nächste Baby dann zu füttern. So, theoretisch macht ihr jetzt gleich Liebe. Hermann, grüß dich. So. Paarungsprozess geht tatsächlich recht schnell, Freunde. Hm. Aber wir können ja dann schon mal kurz losfliegen, den Zähmkäfig bauen. Die Wölfe sind ja ungefähr immer da drüben, ne? Also es ist ja im Prinzip nicht weit weg von uns. Wir gucken mal, welches Level die haben. So, da geht's auch schon richtig los hier. Dass die Dinger immer noch Strom haben, wundert mich ein bisschen. Ich glaube, der Generator von da drüben hat eigentlich nicht mehr ein bisschen hingereicht. Die Lampen leuchten auch noch. Ich glaube, das ist so ein Bug, Leute. Aber solange er funktioniert, nutze ich den doch gerne. So, bei 50%. Genau, nochmal vorher kacken. Dass gut Platz ist. Ey, dann haben wir hier bald eine richtige Armee von Rexen. Die sind zwar alle schwach, aber, naja. Renate, wieso hast du denn eigentlich keinen Sattel? Ja, komm her. Gut, wir warten so lange. Reifeprozess 10%. Hast du noch genügend Essen? Ja, ja, das sieht alles gut aus. Betäubungspfeile haben wir. Das haben wir. Wir müssen dann nochmal Fleisch mitnehmen. Am besten wäre halt Prime Meat, ne? Ein Baby ist noch genug drin. Du meinst, der wird teilen mit seinem neuen Bruder oder Schwesterchen? Okay, machen wir. So, den können wir auch mal streicheln. Wie sieht's aus? Gleich müsste uns ein Ei ins Gesicht fallen. Da ist es. So. Aufheben und O drücken, ne? Nicht E drücken. Ganz wichtig, Freunde. O. Gut.
Warte, wo steht's? 14 Minuten. Okay, so viel Zeit haben wir jetzt. Müsst ihr mit auf dem Schirm behalten. Wir speichern mal vorher. Dann nehmen wir uns ein Bongo und düsen los, Freunde. Setzen schon mal das Fundament und dann kümmern wir uns um die Wölfe, beziehungsweise erstmal das Baby. Das neue Baby kommt ja dann auch gleich. Die andere ist ja auch schwanger. Oder wir gehen dann wirklich mal, wir heben uns ein paar Eier auf für Kippel, ne? Hast du eigentlich Fleisch einstecken? Du hast zur Not auch Fleisch. Ich guck mal ganz kurz in den Kühlschrank, was wir da noch zur Verfügung haben. Ob da Besseres drin ist. Oh. Warte mal. Ich hätte den Balkon hier größer bauen sollen, ne? Ja, guckt mal, hier hätten wir noch Schattensteak. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Da bin ich mir nicht so sicher, Leute. Ich glaube nämlich nicht, ne? Dann nehmen wir halt normales Fleisch. Egal, die Wölfe müssen jetzt eigentlich nur meine Höhlentoren überleben. Das wäre wichtig. Rieke, grüße dich. Übrigens, Rieke, ja, das Zeug ist gekommen. Jetzt habe ich aber gerade nicht so wirklich Zeit, um tatsächlich zu basteln. Aber ich guck mal, vielleicht am Wochenende. Dann kriegst du bald deinen Wächterstein. Ab 10% ist er aus dem Futtertrog. Ist er aus dem Futtertrog. Okay. So, da habe ich doch schon wieder einen Juti gehört. Mensch, Juti brauchen wir doch auch. Was hast denn du für ein Level? Ein 55, oder? Das ist gut. Männlicher. Wartet mal, was hatten wir? Was war unser Juti? Ach. Hier sind die ersten Wölfe, Leute. Scheiße, jetzt kommt gleich wieder so viel auf einmal. Okay, wir bauen erstmal das Fundament. Scheiß auf den Juti. Aber der wird wahrscheinlich auch bald hier in die Nähe kommen. Da ist der nächste Juti. Jetzt ist der, ne? Wieso jagt der jetzt Wölfe? Oh. Wartet mal. Das mit dem Fernglas irgendwie doof. Was ist unser Juti? Ist das jetzt ein Weibchen? Ich weiß, ich kann das auch eigentlich im Menü nachschauen. Gunder. War Gunder der Juti? Ja, okay, also männlichen Hammer. Wir brauchen ein Weibchen. Ärgerlich. Jetzt müssen wir den aber dort trotzdem wegmachen, sonst nascht er uns die ganzen Wölfe weg. Machen wir mit der Sniper von hier aus. David, grüß dich. Und hi, einfach Gaming. Grüßt euch. So, Sniper ran. Und hart drauf schießen. Oh oh. Oh. Echt, ist er direkt vor meinen Augen dahin gegangen. Oh, der hat gutes Fleisch. Haben wir schon mal die ersten für unsere Wölfe. Den Karno müssen wir noch loswerden. Was hat denn der für ein Level? Ein 60er. Oh, der ist schon tot. Ja, sehr gut. Okay, da kam auch nochmal gutes Fleisch raus. Jetzt sind natürlich die Wölfe alle matsch, ne? Machen wir nochmal eine kleine Runde. Wir müssen ans Baby denken. Erinnert mich dran, so 6 Minuten. Ich guck mal, wo die nächsten Wölfe sind. Die hat der Juti jetzt natürlich alle weggenascht. Da ist ein Wildschwein. Erstmal kurz speichern. Ich weiß, macht man nicht in der Luft.
Was war geil, David? Was meinst du? Frühschicht hast du, Holger? Oh je. Das ist nicht so fein. Okay, da sind wieder übelst viele Wildschweine. Oder ich gehe halt mit einer Armee von Wildschweinen rein. Das wäre eigentlich auch geil, oder nicht? Ich meine, wenn die heilen sich ja dann alle gegenseitig, oder? Oder lieber zwei Wildschweine und einen Wolf? Hm. Was haben wir denn hier so? Das waren 20 Schor. 20 Schor ist Rotz. 25 Schor ist auch Rotz. 55, ja. Okay. Na, ich baue jetzt erstmal schnell den Käfig. Scheiß drauf. Wir bauen den vielleicht direkt hier daneben. Hm, na toll. Das ist hier ein Wildschwein. Das sind hier überall Wildschweine. Das ist doch zum Verrücktwerden, Freunde. Mal kurz hier rüber. Genau, so ist richtig. So, jetzt lass mich mal in Ruhe mein Fundament dahin bauen, Mensch. Blödmann. Du Blödmann! Da hinten ist es schon wieder. Die suchen echt Ärger, ne? So, Fundament steht. Wände. Hallo? Nein! Mensch, nimm's weg! Hallo! Oh, ich drück doch! Oh, ich hasse es, wenn man beim Bauen irgendwie, wenn man im Stress bauen muss. So. Plattform drauf. Na komm, mache. Ja, eigentlich reicht das, ne? Ich muss ja nicht die ganze Zeit ringsrum rennen. Kongo, kommst du dann noch raus? Nee, das war scheiße. Geh mal ein Stück nach vorn. Gut. So, okay, das reicht uns. Und dann schnappen wir uns immer so ein Tier und schmeißen es dann rein. So machen wir das. Vielleicht ist er hier schon eins. Kann man ja schon mal reinschmeißen, das ist ja egal, ne? Fritze, grüß dich und hi 1040. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist ein Wildi? Da ist ein Wildi. Was hat's für ein Level? 55, den nehmen wir. Ja, 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 ja. Zappel nicht so rum, du Zappel Philipp. Okay, es ist drinne. Jetzt gucken wir kurz nach dem Baby. In der Zeit kann sich unser Vogel ein bisschen erholen. Das sollte ja jetzt dort nicht rauskommen und es sollte dem ja auch nichts passieren, ne? Hier wurde schon wieder was erschossen. Ist irgendwie ganz schön gemein, ne? Mit diesen Kanonen. Scheiße, hier liegt ja schon das nächste. Das artet echt noch einen Stress aus. Aber wie gesagt, vielleicht können wir es auch erstmal in den Kühlschrank stellen. So, wie viel? 5 Minuten noch. Vielleicht können wir es auch erstmal in den Kühlschrank stellen.
Beutel. Was war denn das, Alter? Legen. Ich glaube, ein Ei sollte man eher in den Kühlschrank legen. Irgendwie habe ich gerade die falsche Tür benutzt. Gut. Da ist es drinne. Weiter geht's. Schweinchen schießen. Ich mach mal trotzdem schnell die Türe zu. Nicht, dass da irgendwas Kleines reinflattert, was da nicht rein soll. Zu. Zu. Bongo, Bingo, wo bist du? Da. So, schnell hinne. Betäubungsquer. Oh, das müssen wir reparieren. Könnte sein, dass es jetzt knapp wird mit der Zeit. 5 Minuten waren es jetzt, ne? Heißt, wir schießen jetzt mal 3 Minuten da drauf. Wenn es da nicht fällt, dann, ja, weiß ich auch nicht. Die Schweine brauchen sehr viel Fleisch und machen kaum Schaden. Okay, dann nehmen wir das nur mit zum... Jetzt ja nicht reinhüpfen, Alter. Nein! Oh, wieso ist denn der schon wieder so komisch eingestellt, Alter? Mann! Regt mich auf! Ja, jetzt komm doch bitte her. Oh, ey. Ich kriege ja gleich die Krise. Was ist denn mit dir? Kommst du jetzt her? Oh, ich erschieß dich, Alter. Meine Güte! Krieg ich doch schon wieder einen Hals. So, ganz kurz warten. Hey, ich hab's mir auch noch im Bart gespuckt. Oh, hier sind Wölfe. Die dürfen jetzt ja nicht zu nahe kommen, sonst werden sie erschossen. Uniform Charlie, findest du das Spiel scheiße, aber den Stream schaust du gern. Na, das ist doch super. Ja, alle kann man nicht glücklich machen, ne? Da, ne, du bleibst hier, du wolltest mich immer noch reinfolgen. Der eine mag solche Spiele, der andere solche. Aber Ark mag doch jeder. So, warte mal, dich müssen wir mal ein ganz Stückchen Stückel wegnehmen. Da, komm mal her. Hallo. Manchmal. Ja, bleib dort. Bleib einfach stehen. Genau, lass dir von Carlo auf den Kopf kacken. Nein, was hab ich denn gemacht? Wieso hab ich denn das eingesteckt? Bin ich doof? Scheiße, jetzt hängt das da so drinne. Warte mal, ich nehm's nochmal raus. Jetzt ja nicht essen. So ist gut. Okay, dann nehmen wir mal hier Fleisch raus. Bist du wieder abbestellt? Ja. Gib mich mal der Hälfte her. Kati, grüß dich. Arg ist voll Adrenalin, ja. Das ist eigentlich keine ruhige Minute. Ess das Ei. Eine Minute noch. Okay. Sobald er geprägt ist, beziehungsweise ihr wisst schon, selbstständig genug Nahrung drin hat, gehen wir uns wieder den Schweinen widmen. Haben wir das Schwein, holen wir uns die Wölfe, die dort gerade rumseppeln. Yukiyu, hi. Lies es, du willst es doch auch. Aber dann müssen wir wirklich bald mal aufhören mit, weil... Hier ist ja auch noch ein heranwachsender Baby-Rex. Wer ist denn jetzt das? Ne, dann ist das Schnuffel, oder? Oh, jetzt bin ich... Jetzt, warte, wir machen erstmal das. Ne, dann bist du ja Schnuffel. Wie viele Rexe haben wir denn jetzt? 3? Da noch das Baby, 4? Das wird's 5. Das ist der 6. Und ein Ei haben wir ja noch im Kühlschrank. Da kommen wir ja wirklich bald zum Boss. Ich weiß, die sind halt nicht besonders stark. Aber ich habe ja gesagt, um erstmal zu checken, wie der Boss überhaupt ist,
Hi. Wie heißt denn du? Weiß ich noch nicht. Annehmen. Du bist ein... noch ein Männchen. Was wollte ich sagen? Genau, dafür werde ich ja den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterstellen. So, ein Männchen. Also du bist jetzt Schnuffel. Bleib mal dort stehen. Wo ging das hier? Verhalten? War das bei Verhalten? Nee, es war nicht bei Verhalten, ne? Option. Namen ändern. Also, du bist Schnuffel. Annehmen. Ist ja schon großer. Das Ohrenmännle. So, 76 Fleisch. Naja, da kommt er doch eine Weile hin, oder? Wird er jetzt nicht so schnell 76 Fleisch wegnaschen, oder? Ich repariere erstmal mein Gewehr. Der ist auch blau. Naja, wir haben halt alle dieselben Gene, also ähnliche. So, wie ging das hier? Pullen? Ne, was war hier? Das hier. Es fehlt ein Metallbarren. Hab ich doch, oder? Jetzt. Kann ich die hier auch drinnen reparieren? Ne, muss sie im Fabrikator machen. Dann machen wir das im Fabrikator. Ist doch gar kein Problem. We need to wait. Haben wir kein Zement? Kann das sein? Polymer? Alter! Hoffentlich waren das nicht die Wölfe. Doch, Polymer ist doch hier. Warum kann der das nicht aus dem Schrank holen? Wartet mal, haben wir Zement? Ist das hier? Ne, das war Schießpulver. Hier ist ein bisschen Zement. Ich schlepp's mal darüber. Und was war's noch? Metallbarren. Immer hier so ein Tausender. So, jetzt. Oder vielleicht muss er auch eingeschaltet sein, dass er pullen kann, aber das ist eigentlich Quatsch, ne? Kann ich die auch gleich reparieren? Ne, die musste in der Werkbank reparieren. Egal, die ist ja noch voller Bums. Gut, nochmal kurz ein paar Fleischhappen in den Dino gepresst. Dann Wildschwein holen. Dann haben wir zwei Schweine und dann versuchen wir halt irgendwie vier Wölfe zu haben. Mit vier Wölfen und zwei Schweinen sollten wir doch eigentlich durch so eine Höhle durchkommen, oder, Leute? Ah ja, guck mal, hier, zack. Der ist schon mal hoch aus dem Schneider. Können wir ganz beruhigt heranwachsen lassen. Namen lassen wir uns dann noch einfallen. Wie lange ich heute streame? Na, wie immer, so bis 22 Uhr, 22:15. Nicht so lange. Vielleicht gucke ich dann noch eine Folge mit Jane. Fallout haben wir gestern angefangen. Ist tatsächlich geil. Ich bin ja großer Fallout-Fan. Ich habe das Spiel... Warte mal. Den zweiten, den dritten und den vierten Teil gezockt. Was ich nicht gezockt habe, war Fallout 76. So, bitte lass dich nicht fressen, Bongo. Ich gehe mal hier zum Schweini. Irgendwas Gefährliches in der Nähe. Ja, ich muss ja halt immer so hin und her, weil der, glaube ich, durch die Wände, der kann halt weit beißen, ne? Der kann halt sehr weit beißen, der Blödmann. New Vegas? Warte mal. Doch, New Vegas hatte ich
Hatte ich auch gezockt. Doch, doch. Aber das habe ich, glaube ich, nicht durchgezockt. Da hat mich irgendwas sehr gestört. Aber ich weiß nicht mehr, was. Oder kommt das nächste? Den müssen wir ausschalten. Ja, 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 ja. Okay, haben wir. Starfield. Weiß ich nicht. Halt, ich glaube, Starfield ist so ein Spiel, was man... was so viel Zeit frisst. Oh. Ich meine, klar, Fallout auch irgendwie. Aber im Fallout hast du ja wenigstens eine übelst geile Story auch. Und gut, hast du vielleicht auch in Starfield, das weiß ich jetzt nicht. Eine Forest... oh, der liegt ja schon. Forest-Verfilmung. So, gib mal das. Ach, Quatsch, für das Wildschwein nehmen wir normales. Alter, da verschwenden wir jetzt nichts Gutes. So. Zähmung 1,6. 3,1. Ne, das geht ja rasch hier. 4,7. Das geht ja schnell. Aber hat er so einen Hunger oder was? Oh, das ist ja schön. So. Erwartet. Wir machen es so. Jetzt holen wir uns gleich noch Wölfe. Ich hol mal schnell eine Kapsel. Okay, der frisst in aller Ruhe. Das ist super. Auf geht's. Ich hol mal schnell eine Kapsel, dass wir den direkt einpacken können. Da sind die ganzen Wölfe. Können wir ja gleich mal Ausschau halten. Oh, die laufen verdächtig nah zu den Kanonen. Müssen wir echt aufpassen. Was haben denn die so für ein Level? Ein 10er? Schlecht. Hallo? Ich sehe es nicht. 20er? Schlecht. Noch ein 20er? 35er. Den könnten wir uns holen. Das sind halt keine Top-Tiere, ne? Was ist da hinten schon wieder los? Nicht. Das sehe ich ja nichts. Ja, sorry, dass wir uns jetzt die ganze Zeit mit solchen Sachen beschäftigen, aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen, die Tiere zu zähmen, dass wir durch die Höhlen können, dass wir halt auch wirklich dann mal die Bosse machen können, ne? Das sind halt so Dinge, die gehören halt dazu. Die will ich halt auch auf gar keinen Fall offscreen machen, weil ihr seht ja, zähmen ist ja immer recht spannend. Was wollte ich jetzt eigentlich? Hab's schon wieder vergessen. Ich weiß es wirklich nicht, warum bin ich jetzt hier? Ah ja, ich wollte die Wölfe angucken. Kommt hier noch ein bisschen Prime Meat raus aus den ganzen Viechern hier? Wahrscheinlich nicht, ja? Doch, guck mal. Ist ja gar nicht mal schlecht. 5 Stück nochmal. Wir brauchen bessere Wölfe, das ist Fakt. Ich gucke mal da drüben. Ah ja, so eine Kapsel wollte ich holen. Die Rechse, die paaren schon wieder. Das ist gut, dann kriegen wir Eier für Kippel. Oder? Wir brauchen noch die großen Eier für großes, also für gutes Kippel, oder? Ich weiß nicht mehr. Ihr seid die Experten da draußen. So, mal speichern. Wer ist das hier eigentlich? Das ist... der Giga, den haben wir ja auch noch, ne? Der alten Ferkel. Da habe ich vielleicht ein bisschen schnell eingestellt, aber... es ist okay. So, bei dir ist auch alles im Lot. Ja, ja, alles gut. Nochmal schön abgeschissen. Dann packen wir gleich das nächste Ei in den Kühlschrank. Raster Cenga, grüß dich. Übelst zu tun hier, oder? Man kommt ja gar nicht zur Ruhe.
So. Level 96, Level 75. Ach nee. Da steht nur welche, dass das die Eltern sind. Ah ja. Okay. So, das Schweini ist gleich fertig. Ich kann die Wölfe da reintun. Naja, aber manchmal erwischen die mich ja doch mit Schaden. Und... Nee, ist mir zu heiß. Ich warte lieber. Mach mal eins nach dem anderen. Okay, also das Beste ist von Yuti. Okay, ich dachte, die Eier vom Rex und Yuti sind gleichwertig, aber... Naja, wir brauchen halt unbedingt mal einen weiblichen Yuti. Das wäre noch so ein Träumchen, Leute. Egal welches Level. Hauptsache, wir können dann ein gutes Kippel herstellen. Obwohl es eigentlich egal ist bei meiner Spielweise, ne? Ich bin ja hier kein Experte, was das Ganze angeht. Hier ist auch irgendwas drin gefangen. Was ist denn das da? Ist das sogar ein Wolf oder was? Vielleicht hat er ein hohes Level. Oh, Alter, das ist total beschissen mit einem Level 5. Na toll. Gut, halten wir nochmal Ausschau nach einem Yuti. Momentan ist hier nichts. Aber die spawnen ja hier immer nach. Und der große da drüben, der ist immer noch aktiv. Das ist Wahnsinn. Mal lieber ein bisschen wegfliegen, nicht dass er uns riecht. Unseren Angstschweiß und dann hier rüberkommt. Aber das... Wartet mal. Mit was muss ich den zähmen? Mit toten Tieren? Ist es egal, was für ein totes Tier? Kann ich den auch einen totes Wildschwein oder einen toten Fünfer Wolf hinwerfen? Weiß das einer im Chat? Dieser große, den wir da gerade gesehen haben, ne? Der wäre ja schon irgendwie noch nice, wenn der zur Familie gehören würde. Dann würde ich nämlich einfach den Fünfer Wolf nehmen. Ach, mit einem toten Rex. Ah, mit einem Rex-Baby. Und reicht da eins oder wie viel brauche ich da? Ich meine, wir haben ja schon zwei Eier und die sind ja auch ziemlich schnell fertig. Vielleicht können wir uns den ja heute zähmen, Leute. Oh, das Schwein muss jetzt auch mal schnell fressen, weil die Betäubung lässt nach. Kommt auf das Level von ihm an. Ich meine, klar, wir haben ja eh den Intervall gerade so schnell eingestellt, da können wir das ja mal testen. So, was ist es denn überhaupt? 82, das ist schon mal gut. Ein Weibchen. Das andere war auch ein Weibchen, ne? Wo haben wir die überhaupt? Unsere Miss Piggy, habe ich die schon abgeholt? Achso. Das nehmen wir mit. Hab ich Miss Piggy schon offscreen mal abgeholt? Ich sehe es zumindest dort hinten nicht mehr auf der Karte. Nicht, dass sie gestorben ist. Ja.
Okay, ich glaube, Miss Piggy ist nicht mehr da. Scheiße, Leute. Die ist mir dann irgendwo dort gestorben. Aber im letzten Stream war die doch noch da, oder? Scheiße, Leute. Das schmeißt sich erstmal hier rüber. Ach so, es geht wieder nicht. Es geht nur da drüben. Steht an der Höhle, ja, aber ist nicht mehr da. Die Höhle ist ja da. Ja. Wenn ich sie nicht geholt habe, dann ist sie wohl jetzt breit. Scheiße. Max, grüß dich. Hi. Hast du da nicht durch? Na, oder dann nehmen wir die große Tür. Komm. Aber über die Brücke kannst du, oder? Och, nun komm. Kriegt man dich jetzt da rein? Ja, dann bleibst du erstmal in der Kapsel. Dann hast du halt Pech. Dann stecke ich dich erstmal hier in den Kühlschrank rein. So, jetzt hoch. Ist ja dann nur fürs nächste Mal, ne? Wenn wir dann wirklich in die Höhlen gehen. So, Chat. Jetzt lese ich erstmal, was ihr mir geschrieben habt zu den Rex-Baby. Dingsi Bumsi. Ist kompliziert. Tote Rex-Babys geben dabei nicht gefressen werden. Danach, irgendwann kannst du den reiten und musst mit dem viele Dinos killen, ohne Schaden zu erleiden. Norman, grüß dich. Hi. Hi nach Sachsen-Anhalt. Aber brauche ich da erst einen Sattel für den oder kann man den dann automatisch reiten? Wie ist denn das, Leute? Also ich würde das jetzt echt gerne mal probieren. Boah, ein 125er Alu. Ist eigentlich auch geil, ne? Aber die sind ja eigentlich immer im Rudel, wa? Also muss ja noch irgendwo einer sein. Angeblich ohne. Hm. Na, wollen wir es riskieren, Leute? Wollen wir mal so ein... Die Frage ist, ob ein Rex-Baby reicht? Den soll man mit Stein- oder Metalltoren erst einsperren. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Ich dachte, ich hau ihm das Rex-Baby hin und er frisst das und dann kann ich ihn reiten, oder nicht? Leute, ihr macht mich schon wieder fertig, Chat. Ich hole jetzt so ein Ei, wir probieren das jetzt. Probieren geht über Studieren. So, dann nehmen wir das Schwächere. Das ist 96, 51, 75, 51. Der muss erst schnuppern. Was heißt denn erst schnuppern? Warte mal, wo ist mein Bongo? Da. Wir holen den erstmal ran, weil ich muss ja mit ihm das Rex-Baby darüber transportieren. Rage-Modus incoming. Wird das so schlimm? Meint ihr, das wird so schlimm? Der 125er Alu macht mich fertig dort. Den hätte ich ja auch irgendwie gern. Das
ist bestimmt auch ein geiler Bossfight-Typ. Die Frage ist... Wir probieren es. Wir müssen den bis darüber zu der anderen 10-Bude bekommen. Ja, komm. Schon Alu, das wäre krass. Oh, Alter. Wie bewegt er sich denn? Wo ist denn der scheiß Zähmkäfig? Jetzt schnell. Da ist er. Alter. Jetzt ist er wieder weg. Was ist denn der so schnell? Das ist ja irre. Den kriegst du doch niemals gezähmt. Warum ist denn dieses Gewehr immer so verbuggt? Das verstehe ich nicht, Leute. Alter. Das ist ja schon wieder so weit hinten. Ist fertig, der Typ. Oh oh. Schnell, Rennebeutel. Was ist er denn? Der will mich doch verarschen. Nur, ah, da hinten. Was ist er denn jetzt? Der Typ macht mich fertig. Hat er sich jetzt in Luft aufgelöst oder was? Ah, der ist schon dort. Sehr gut, komm her. Alter! Bist du so schnell? Komm da jetzt rein. Oh oh, das war dumm.
Komm doch mal hier rein. Autsch. Okay, wir müssen erstmal den Wolf umhauen. Jetzt ist das Gewehr wieder verpackt, ich krieg die Krise. Hallo! Oh, schieß! Lauf! Flieg! Mann! Ja, er ist drin. Alter. Oh, ist das spannend. Tommy, grüß dich. Oh, jetzt ist er im Fluchtmodus. Ich schätze mal, er wird gleich liegen. Greift denn der da an? Ist da immer noch... Ach, da ist immer noch der Wolf. Komm, du fall um. Mr. Ardi, grüß dich und hi Domenico. Alter, mach nicht so schnell. Boah, Alter, das macht mich so nervös, wenn du da so rausguckst. Oder sind die gut für einen Bossfight? Ich weiß es nicht, Leute. Jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Ei einstecken. Okay, 41 Betäubungsstarts haben wir noch. Ja, er liegt. So. Und den nehmen wir jetzt aber hier wirklich, das Prime Meat. Weibchen. Sehr gut. Habe ich noch Spikes einstecken, dass wir hier ein bisschen schützen können? Nee. Herstellung, Spikes. Das ist Fasern, Leder, Holz. Oh. Oh shit, da ist ein Uti. Okay, wir müssen Spikes holen. Der Uti macht mich gerade ein bisschen nervös, Leute. Du hast mal schnell das Ei wieder rein. Machen wir dann später mit dem anderen. So. Herstellung. Spikes. Da. Mache hier 10.
10, pullen. Nee, falscher Scheiß, pull, dann weg. So. Und es werden 10 hergestellt. In der Zeit gehen wir das Ei hochbringen. Betäubungsmittel, habe ich Betäubungsmittel einstecken? Hallo, drück doch mal die richtigen Tastenbeutel. 66. Ich nehme mal lieber noch ein paar mit. Ich denke mal, bei dem brauchen wir ein bisschen länger. Komm, laufe. Alus sind gut, sagt er. Okay, das ist doch gut. Aber eigentlich sind die nur im Rudel gut, ne? So, bauen wir erstmal schnell Spikes drumrum. Komm, mache fertig. Ich will schnell laufen. Jetzt. Er hat noch nicht gefressen. Narkosemittel. Ja, 66 reichen erstmal. Das ist ja nicht weit. Ich kann ja direkt immer wieder hinfliegen. Caps ist kein Problem. So, die Frage ist, wo ist dieser Juti? So, der sollte doch erstmal relativ geschützt sein, ne? Puh. Ich leg das schon mal rein. Das kann ja was werden. Brauchen eigentlich noch ein bisschen Prime Meat, ne? Aber vielleicht ist da noch was. War noch was in der Büchse hier, in der Kiste? Wir gucken mal. Das war jetzt eigentlich gar nicht geplant, aber einen 125er, und der macht ja dann wahrscheinlich gut Level ab. Mit Gipfel wahrscheinlich besser, aber habe ich jetzt halt nicht. Ich gucke mal ganz kurz in die Dinos rein. Ey, schade mit Miss Piggy, dass sie nicht mehr ist. Komisch. Muss ja dann irgendwie im letzten Stream passiert sein oder so. Alter, hier geht's ab. Und da liegen schon wieder die nächsten zwei Eier. Leute, Leute, Leute. Ne, hier ist noch Fisch. Von euch jemand sowas einstecken? Ne, ne? Ne. Okay, dann mach ich's. Mach ich's mit dem Argi. Erstmal Eier wegbringen, dann holen wir uns nochmal Prime Meat, Narkosemittel nochmal einstecken. Wie weit ist er? Oh. Ey, der hat 28, was ist denn jetzt hier? Bin ich dumm? Der hat 28,2. Sorry, Leute, ich bin schon wieder so nervös. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn ich in Panik gerate. Ich weiß, ich muss irgendwas trinken oder so, ne? So. Puh. Ruhig bleiben. Ah, da brauchen wir eigentlich auch nicht nochmal Narkosemittel mitnehmen, oder? Das reicht doch. Da reichen auch die 18 Fleisch im Prinzip. Geil, haben wir noch einen Alu, einen ziemlich guten. Aloe Vera. Wenn es ein Weibchen ist, nennen wir es... Ah, es ist ein Weibchen. Aloe, nennen wir es Vera. So, da ist doch schon mein erstes Opfer für Prime Meat. Hä? Wo bist? Ich hab dich gesehen. Du bist fort. Blödmann. Achso, wir brauchen eigentlich gar kein Prime Meat. Der hat ja 18 Stück drin. Eigentlich reicht das. So, in der Zwischenzeit könnten wir aber schon mal wieder uns um Wölfe kümmern. Was man hier alles so machen kann, ist Wahnsinn. Das ist ein Alpha. Ja, doch, Alphas. Alphas sind gut.
Eieiei, 176 mal Prime Meat. Okay, das reicht uns jetzt erstmal für Wölfe und alles, was wir so jetzt uns holen werden. Geilo. Ich guck nochmal, was das für ein Uti ist. Nochmal speichern. Wo ist denn jetzt der Uti? Hier sind nur Schweinis. Wölfe sind ja aber auch gerade keine, ne? Doch irgendwo habe ich ihn gerade weit entfernt gehört. Was ist das dort? Hä? Da ist irgendwas im Boden verbuggt. Megatherium. Aber keine Wölfe. Doch, hier sind Wölfe, oder? Nö. Schade, sonst sind ja hier immer welche. Was macht unser Alu? Ja, kann sein, dass wir ein bisschen Betäubungsmittel nachlegen müssen, aber es sieht bisher ganz gut aus. Das ist natürlich scheiß Wetter. Sargnagel, grüß dich. Hab ich dich überlesen? Wo bist denn du? Ach, da oben. Kann ich im Log nachschauen? Das könnte ich, aber hält da das Spiel an in dem Moment? Ist mir immer zu heikel, hier irgendwas nachzugucken und dann greift uns irgendwas an, weißt du? Entdecker, Tracking, Stämme, Engramme, wo steht denn das nur? Tracking, Dino-Gruppen. Das ist nicht das Richtige, hä? Keine Ahnung, Leute. Ist mir zu hektisch. Was bist du für einer? Ein Kanu. Kanus finde ich immer nicht so hübsch. A2B Entertainment. Heute liegt an. Wir zähmen gerade ein Alu. Der ist jetzt bei... Oh, guck mal. Der ist bei 56,4%. Das heißt, er muss noch zweimal fressen, dann gehört er uns. Das sind 125er Weibchen. Wir haben einen Wildschwein für die Höhlentouren. Wir haben ein paar Rex-Babys bekommen. Wir haben Rex-Eier. Ah, so vieles. So vieles. Naja, weißt ja, wie arg ist, ne? Gibt immer so viel zu tun. Das sind ja aber wirklich keine Wölfe, Leute. Das ist ermischt. Das ist richtiger Mist. Da sind wieder Rexis. Naja, und dann können wir ja im nächsten Stream dann wirklich mal... Oh, was ist denn hier? Wir waren gerade Schadenszahlen. Ach, das war das Megatherium, ne? Dann können wir im nächsten Stream tatsächlich ja mal in die ersten Höhlen gehen wieder. Darauf bereite ich mich halt gerade vor. Sieht alles ganz gut aus hier. Hübsch. Haben wir schon Aloe-Sattel? Aloe. So, ist freigeschaltet, wird in der Werkbank gemacht. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht Narkose nachschieben. Dann lass uns mal schnell den Sattel basteln.
Oder ich habe sogar vielleicht einen im Schrank. Einen besseren, weißt du? Einen guten. Jetzt checken wir mal ab. Ja, Oviraptor, das ist so eine Sache. Das wollte ich an dem einen Stream mal machen. Aber da ist irgendwie ganz schön viel schief gegangen. Sabertooths sind auch gut für die Höhle. Ne? Ein Sabertooth haben wir, Carter Carlowood. Level 111. Den könnten wir mit Nein nehmen. So, jetzt ist die Frage. Wartet. Hier, ne. Ich hatte das sogar schon alles soweit sortiert. Dann such mal hier. Hallo? Ne, ist keiner dabei. Was ist das hier? Mega, Mega, Mega. Magellana. Chucky, irgendwas. Dann können wir nur mal in die Baupläne hier oben gucken. Alu ist auch nicht dabei. Schade. Okay, dann machen wir an der Werkbank einen ganz normalen Alu-Sattel. Lass mal ganz kurz das Zeug hier rein. Die. Oh, warte mal. Ist die besser als meine? Oh, irgendwas ist. Oh, da hinten ist was drin. Okay, was haben sie? Ein Dio. Jetzt ist dort ein 59er Wolf drin gewesen. Ja, aber warte mal, wo ein Wolf ist, müssen noch mehr sein. War da jetzt ein Wolf drin, Leute? Gibt's da wohl nicht. Kommt denn die hier rüber, frage ich mich. Warte mal, da schwimmt noch einer. Kann das sein? 15er. Na toll. Die ganze Zeit suche ich Wölfe, sehe keine. Und jetzt ist da ein 59er drin gewesen. Na herrlich. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Das habe ich schon wieder vergessen. So, der Alu ist auch... Ach ja, den Sattel machen. Na. Ach, Carter Carlo ist ein Tyrakuleo. Ich blick nicht durch bei diesen ganzen Miezekatzen. So, da ist er. Pull und bauen. Schaden, okay, krass. Klingt gut. Also, nee, ich pack den auch erstmal in eine Kapsel, den Typen. Weil. So, warte mal, hast du eigentlich noch genug Fleisch? Ja, ja. Alles gut. Ich habe keinen Bock, dort irgendwas wieder abzubauen, deswegen nehme ich jetzt eine Kapsel mit. Da können wir gleich reintun. Boah, Alter. Was ich mich da immer erschrecke. Jetzt haben sie einen Raptor erschossen, ne? Bam, 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 bam. So, da kommt nämlich gleich noch eine Katze angerannt. Nee. Ich gerade noch rennen sehen. So, Leute, das sieht doch gut aus. Mal gucken, was der von Level Plus macht. Dann haben wir aber ein richtig starkes Tier. Das ist geil. Oh oh. Oh oh. Warte mal, ich schieße hier die ganze Zeit. Vielleicht ist das ja ein guter. Level 15. Level 15.
Zweimal Level 15 ist Rotz. Ich flieg mal kurz weg. Genau, jagt den Hirsch. Hier noch los, ey. Scheiße. Oh, hoffentlich hat er keinen Schaden gekriegt da drin, ne? Mein Gott, was ist denn hier noch los? Scheiße, hat er Schaden gekriegt? Nö, nee, scheint nicht so. Plus 62 Level. Ich gehe mal lieber weg von ihm. Was ist denn hier schon wieder? Oh, ey, es macht mich fertig. Alu ist fertig. 187er Level, Alter. Das ist richtig geil. Dann bleibt's. 187er Level. Geil. Oh, der hat komplett aufgefressen, ne? Achso, weil ich ihn ja gerade erst gezähmt hab. Hallo? Hä, was macht denn der? Warum baut denn der hier Dinge hin? Ich hab doch die Kapsel in der Hand. Was ist denn das? Mann, ey. Jetzt krieg ich den nicht eingepackt, weil hier alles voller Spikes ist. Komm, mach weg. Ja, guck mal. Was hat denn der hier nur gemacht? Kriegst du die Krise? So, jetzt darf ich? Oh, ey. Puh. So, nicht wie Häme. Jetzt wird's aber auch langsam enge. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen. Geil, Freunde. Der ist richtig stark. Das freut mich. Eine kleine Armee. Geil, 187. Ein Weibchen. Wie nennt man die? Hübsch. Leute, wie nennt man die? Das könnt ihr euch ja mal überlegen. Ich gehe mal kurz pinkeln. So, versorgt sind sie ja alle. Hier sind schon wieder die nächsten Eier. Wollen wir das dann halt nochmal probieren mit dem Großen und dem Dino-Ei, Rex-Ei. 187er.
Janik, grüß dich. Oh. Ach so, ich soll den gar nicht 187 nennen. Wäre aber auch lustig, oder? Vera. Vera, stimmt. Ich wollte sie Aloe Vera nennen. Stimmt. Machen wir noch. Wartet. So viel Zeit muss sein. Und mal einen Sattel drauf backen. Okay, das ist hier. Optionen. Name ändern. Vera. Annehmen. So, dann gehen wir hier rüber zum... Jetzt wird es ja echt langsam eng, ne? Hat er jetzt... Ja, wunderbar. Geil. Läuft, Leute. Läuft wie am Schnürchen. Danacho, grüß dich. Tü, schnell das Ei hoch. Oder wird mir erschwindlig. Newty wäre auch noch gut. Ne, wir probieren es dann mal mit dem Großen. Okay, Freunde, dann stelle ich mich mal hier ganz kurz auf den Balkon. Denn das ist nicht ohne. Spielspeicherung ganz wichtig. So. Ramontisch. Ramontisch, wie es im Dunkeln ist. Mit dem Mond im Hintergrund. Ich bin gleich wieder da, Leute.
Ah, so, prickelnde Atmosphäre. Okay. Was war jetzt der Plan? Das mit dem Dino-Ei probieren. Ah, nein, es ist schon wieder hängen geblieben. Es passiert manchmal, wenn man in dem Fotomodus ist. Dann müssen wir mal ganz kurz speichern und ins Hauptmenü und wieder rein. Geht ja zum Glück bei Ark schnell. Es hat ja fast gar keine Ladezeiten. Jetzt hast du alle Videos durch und bist live dabei. Das ist doch geil. Okay. Dann holen wir mal ein Dino-Ei. Es tut mir zwar leid um diesen kleinen, aber naja. Opfer müssen gebracht werden. Oh, 75, 51, 96, 75, 75. Okay, also nehmen wir hier so einen 75er. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Und den kann ich dann ohne Sattel reiten, sagt ihr. Naja. So. Alter. Sind das viele Rexis? Ach so, ab wann braucht ihr jetzt eigentlich Zuneigung? Hier, 40 Minuten. Warte mal, dann braucht der... Vielleicht jetzt Zuneigung? Nee, das war noch der alte. Okay. 40 Minuten, muss ich mir merken. Dann schmeißen wir mal das Ei hier hin. Mit O. Das dauert jetzt nochmal 14 Minuten. Schaffen wir das heute noch in dem Stream? Gut, ich blicke hier bald auch gar nicht mehr durch. Dann fliegen wir nochmal rüber in der Hoffnung, dass wir Wölfe finden. Einen hohen Wolf. Sabertooth. Gibt es die überhaupt auf der Map? Sabertooth. Warte mal, ne, Sabertooth. Ach, das sind doch diese, die hier immer rum sind, ne? Die hier... immer um unsere Base drum rum sind. Oder sind das auch noch mal andere Miezekatzen? Bist du? Nee, das wollen wir nicht. Da. Ah, nee, das ist ein Wildschwein. Was jagt das Wildschwein? 20er. 15er Wolf? Ein 80er Wolf! Das ist unserer. Ruhig bleiben, Beutel. Fremdglas weg. Das ist unserer. Welcher ist denn das jetzt? Der hier, ne? Leittier. Wo ist denn der scheiß Zähmkäfig? Hä, wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht mehr. Der war doch direkt neben dem Großen. Da. Okay, das wird jetzt spannend. Habe ich noch das Prime Food? Wer hat denn das eigentlich? 100, ah ja, 175. So, jetzt müssen wir nur drauf achten. Den müssen wir erstmal entfernen. Nummer 1. Der andere Wolf wird wahrscheinlich hier noch in der Nähe sein, oder? Alter, ein 80er. Alter, und bei uns ist gerade übelster Sturm draußen. Scheiße, die Narkosepfeile könnten eventuell nicht reichen. Wir probieren's. Vielleicht reicht's ja doch. Mr. Ende, grüß dich. Säbezahntiger habe ich hier, glaube ich, noch nicht gesehen.
War der jetzt schon im Fluchtmodus? Hätten wir schon mal einen ziemlich starken Wolf. Also was heißt ziemlich stark? Er liegt. Nach oben geht's ja immer, ne? Speichern. Geil, Leute. Das klappt ja heute alles wie am Schnürchen. Jetzt müssen wir bloß noch auf dem Schirm behalten, dass in circa 10 Minuten das Rex-Baby geboren wird. Ist hier irgendwas Gefährliches? Gleich mal die Knarre hier nachladen. Naja, ah, ist nur ein Schaf. Was ist das dort? Ein Wolli? Puh. Der würde 40 Level plus machen. Da hätte man 120er. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Muni ist auch bald alle. Oh ne, ich habe schon wieder irgendwas gedrückt. Was denn für Muni? Hier haben wir 126 Schuss. Von der meinst du, ja. Holen wir dann gleich nochmal welche. Verbesserte Scharfschützen-Muni. Was heißt denn dieses Plus 1 dort? Dieses blaue Plus 1? Der hat noch ein Baby draußen. Was bedeutet das? Achso, wenn da Plus 1 steht, ist irgendwo ein Baby. Ich spiele mittlerweile auf schwer, aber ich habe die 10 Geschwindigkeit und sowas habe ich natürlich angepasst für den Stream. Dass es nicht immer alles so 100 Jahre dauert. Achso, ne, das war der eine, der ich glaube es war ein 20er oder so, der ist irgendwo noch hier draußen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass der halt nicht frisst. Ja, aber das ist ja eh ein Low-Level-Wolf. Den will ich gar nicht haben. So, wenn er das erste Mal gefressen hat, sehen wir ja ungefähr, wie oft er fressen muss. Und dann kümmern wir uns erstmal ums Rex-Baby. Aber so wie das hier aussieht, müssen wir wahrscheinlich was nachschmeißen an Betäubungsmittel. Ach so, dann ist die Rampe hier aber sehr gefährlich. Dann kann ja auch jeder Feind hinein. Jetzt hat er... Ach, guck mal. Brauchen wir nicht nachlegen. Geil, dann nehme ich die hier auch mal weg. Dann kann der in Ruhe dingsen und wir machen rüber zum Rex-Baby. Dein Wolfsrudel sind 5 Wölfe, da steht dann plus 4. Alles klar. Das Baby ist Level 80. Was meint denn ihr nur für ein Baby? Hier war doch kein Wolfsbaby, oder? Was meint ihr denn? Ich
steht vor der Mauer. Jetzt muss ich nochmal gucken. Und wie kriege ich das? Ja, stimmt. Wie kriege ich das? Dazu muss erst der andere fertig werden. Oder was? Okay, da war schon mal das Plus 1 vom Rudel. Wenn du den großen Wolf gezähmt hast. Und prägen. Muss ich da irgendwas im... Alter, was hat denn das für ein Level, das Vieh? Level 60. Warte. Du musst mal kurz heilen. Die Frage ist, wie kriege ich denn das Kleine dann nach Hause? Und sieht man da schon, was das für ein... Schlecht ist? Männlicher sogar. Ah, das wäre super. Ah ne, es sind beides männliche. Schade. Aber ja, gut, ein Weibchen finden wir ja dann schnell. Dann bleibt man jetzt hier. Ach, scheiße. Ah. Wir müssen aber mal ganz kurz Fleisch in das Baby stecken. Jetzt haben wir ein bisschen Zeitdruck. Naja, wenn das jetzt nicht wird... Wir haben ja noch genügend Eier. Kapsel habe ich einstecken, ja. Also, da kann ich auch so ein Baby reinstecken? Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann da nur erwachsene Tiere reinstecken. Ist es schon tot? Nee, ist noch nicht geschlüpft. 4 Minuten noch, Leute. Da ist schon das nächste Ei. Ei, 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 ei. Okay, 4 Minuten. Wer braucht schon Oviraptor, wenn man die Einstellung angepasst hat, ne? So, im Prinzip muss er ja nur noch einmal essen. Dann könnte man das Baby auch noch nehmen. Das Baby rennt weg, wenn ich den Vater gezähmt habe. Okay. Also müssen wir jetzt hier aufpassen. So, mal gucken, kriegst du den jetzt in eine Kapsel? Ah ja, es geht. Also, dann erst Baby rüber und dann erwachsener Wolf. Gucke nicht so blöde. Was hast du denn für ein Level? 119, sehr gut. Ey, klappt ja heute wie am Schnürchen, ha? Jetzt haben wir noch 4 Minuten Zeit. 3 Minuten, sagen wir mal. Und können noch zum Abschluss des Streams das wirklich mal mit diesem Riesen-Dino und dem toten... Ja, weiß ich auch noch nicht, wie wir den da rüber kriegen. Wahrscheinlich mit dem Agi, ne? Also ich muss den jetzt hier in meiner Base umbringen. Braucht Zuwendung in 1.32. Wer war das hier, der nächste war? 6.19, du warst es nicht, du hier, ne? In 27 Minuten, okay, das ist dann schon außerhalb des Streams. Zumachen. Erwachsenes Tier holen. Und dann... Das Rex-Baby müssen wir töten. Dort vor Ort... Wie dort vor... Sonst klappt es nicht. Also vor der Schnauze des Dinos, oder was? Ach du Schreck. Das klingt ja alles crazy. Das klingt ja alles crazy, Leute.
Ja, stimmt, mal speichern. Oh. Aufregend, aufregend. Aber so viel Erfolg heute in einem Stream, das ist ja super. So, dann ist der Papa auch am Start. Dann brauchen wir bloß noch ein gutes Wolfsweibchen, aber das kann ich ja dann mal bis nächste Woche offscreen versuchen zu holen. Ah ja, der liegt erstmal. Das ist völlig okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Noch 50 Sekunden. Munition. Schaffen wir das noch? 50 Sekunden, 50 Sekunden, 50 Sekunden, 50 Sekunden. Munition ist hier, Munition ist hier. Und zurück. Zack, 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 zack. Mann, bin ich heute gut. Jetzt fliegt hier bestimmt gleich eine Atombombe. Also muss ich dem jetzt quasi Orasma Fleisch geben, damit er überlebt. Okay. So, mein Guter. Level 97. Du kriegst keinen Namen. Denn du wirst leider sterben müssen. Also nochmal. Ich nehme den jetzt auf. Leg ihn dorthin. Aber wie kriege ich das? Ich muss ja dann mit dem Vogel landen. So, okay, der überlebt schon mal. Ich muss ja dann mit dem Vogel irgendwie landen. Kriege ich den hierher? Um den dann zu erschießen. Warte. Papa hat Durst. Speichern. Jetzt geht's los, Leute. Oder muss ich den gar nicht erschießen? Ich muss den schon erschießen, ne? Na, das wird ja ein Spaß. Mir krabbelt's auch gerade in der Nase. Perfekter Zeitpunkt. So, da drüben ist er. Alter, ist der riesig. Warte erstmal, bis er die Wildschweine kaputt gemacht hat. Und jetzt? Okay, es klappt nicht. Pongo-Level-Dings wurde getötet. Wir sind sowas von tot, Leute. Unser Pongo wurde gerade getötet. 210er Agi.
Also das hat nicht geklappt. Falsch, du musst ein bisschen weg, dann das Baby töten und zu ihm tragen. Mhm. Ja, das ist gut, dass ich das jetzt weiß. Jetzt ist unser Bongo weg. Level 210er Agi. Tja, Leute. Aber ja, dann hören wir jetzt auf. Jetzt müssen wir trauern um unseren Agi. Ich komme wahrscheinlich jetzt auch nicht an meine Leiche ran, ne? Einsperren, dass er nicht aggro wird. Ey, der ist so schnell, der Typ, den kriegst du ja gar nicht eingesperrt. So, warte mal, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo bin ich denn hier? Wo ist denn unser Zuhause? Da. Wir holen jetzt wenigstens noch unser Zeug wieder. Ja, keine Rüstung, nicht, ne? Uns ist kalt. Das muss jetzt irgendwie schnell gehen. Hier so nicht zu essen fertig. Das ist ja wieder großartig vorbereitet. Hier ist auch nichts drin. Ja, nee, dann hole ich das Zeug offscreen. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie wieder verkraften. Scheiße. Ah, vielleicht gucke ich mir ja wirklich mal irgendein Video dazu an, wie man den am besten zähmt. Das ist echt Mist. Na gut, dann gehe ich mal hier rein zur Klimaanlage. So ein Ärger. Ich versuche dann trotzdem mal bis nächste Woche noch ein paar Wölfe zu holen. Leute, schön, dass ihr da wart. Hat trotzdem Spaß gemacht. Wir hatten ja ganz viel Erfolg. Ist jetzt schade um Bongo, aber... Da muss halt ein neuer ran, ne? Wir haben ja noch ein Bingo. Das ist wirklich schade. Aber ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich versuche mal die Tage offscreen ein bisschen was zu machen. Vielleicht sehe ich auch endlich mal einen Juti, einen guten Weibchen. Ja, dann habt einen schönen Abend noch. Mittwoch auf YouTube gibt es wieder The Forest. Morgen gibt's auf Twitch Enshrouded. Ja. Ansonsten sehen wir uns die Tage. Bis dahin, Leute, macht's gut. Und danke für eure Likes, für eure Unterstützung und für eure Hilfe. Ja, ein Opfer muss es immer geben. Diesmal waren es zwei. Ein Baby Rex und, und ein Bongo. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao. Achso, das geht ja hier anders.